24 Angler auf 12 Booten jagen 3 Zielfische. Jawohl! Mit fast 2000 PS auf riesigen Wasserflächen. Yes! Für einen Titel. Der YPC Boat 2022 wird präsentiert von Finnwal, Hammondbird und LMAB. Hallo und herzlich willkommen zur 6. Episode des YPC Boat und damit zur entscheidenden Folge der Gruppe A. Nach 1,5 Turniertagen hat sich ein recht klares Tabellenbild herauskristallisiert. Team Nace hatte bereits nach einem halben Tag eine Full Card und konnte diese dann auch noch signifikant upgraden. Auch Finnwal hat sich bereits mehrfach verbessern können und liegt wie Nace schon bei über 700 Punkten. Diese beiden Teams haben sich extrem gute Ausgangspositionen verschafft. Ilex ist das dritte Boot mit einer Full Card. Durch die vergleichsweise kleinen Hechte sollten sie sich ihrer Sache jedoch nicht zu sicher sein, zumal Hammondbird gerade den 7. Fisch fangen konnte und nun auch kurz vor der vollen Karte steht. Headbanger landet an Tag 2 noch gar keinen Fisch. Sie brauchen einen starken Nachmittag. Hoffnung macht, dass ihnen das an Tag 1 gelang. CWC startet mit nur 2 Fischen nach Tag 1 und konnte am Vormittag immerhin schon 2 weitere nachlegen. Ob die Aufholjagd weitergeht, werden wir jetzt sehen. Hammondbird und Finnwal sind auf dem Haringfleet, die anderen 4 Teams auf dem Hollands Deep unterwegs. Okay, we go to the deep drop-off. In the pre-fishing, we caught two big pikes in the 90s. But on our way over there, I have a small drop-off also close to the shore. And in normal situation, I always catch fish. I caught big pikes, big sender and big perch. So we do a couple of casts and then we go to the deep. Okay, cool. Cool, cool, cool. That one. Oh, my God. F***ing waves. Look at my ass, my friend. Nice ass. Yeah, but I get half the herring sleet in my pants. Jesus Christ. Schöne Barsch. Ah, Hecht, schöner Hecht. Oh ja. Könnte Upgrade sein. Martin Köscher? Ja. Oppa! Juhu, nee. Ah, kein Upgrade, aber... Schöner Fisch. A nice one. Echt? Ich fummel am Echolot rum. Der Köder lag auf dem Grund. Hochgerollt, Biss, absinken lassen, Fisch. So, liegt an. Was haben wir? Ist ein 78er. Ja, nee, das werden wir, glaube ich, das ist, glaube ich, kein Improvement. Keine Vergrößerung, aber nehmen wir mit. Guckt euch diese schöne Zeichnung an. Hammer. Pass auf deine Finger auf. Ja, ja, die sind eh schon im Eimer. Mein absoluter Lieblingsfisch. Schön, stark. Und der ist auf jeden Fall auch gleich wieder frei, weil wir das in Holland dürfen. Cool. Schöner Hecht für Finnwal. Hammondbird, Ilex und auch CWC hätten diesen Fisch besser gebrauchen können. Headbanger hat bereits 4 Hechte, es fehlen 2 Barsche und 1 Zander. Und in diesem Moment ist die Power Hour abgelaufen. Okay. Time's up. That's in all part of the game. But now it's clear. We need to keep on casting.
So welcome back after the power hour. Not what we had hoped for it, but yeah, that's fishing. We're on a new spot with a little with a lot of bumps, areas around 3 to 6 meters, so there should be some there could be some perch and sander here, and that's our game plan for the rest of the day. Or maybe a few little casts for the pike to upgrade, but we really need that sander and perch. Yeah, the sander and the perch is the main target for us right now. Let's see what we can do. Ich versuche jetzt mal ein paar Farben aus. Eigentlich hatten wir zwei von den Boomern, die Gail gerade fischt, zweimal dieselbe Farbe. Allerdings hat er beim ersten Wurf seinen gleich abgeschossen. Jetzt haben wir leider nur noch einen. Und die Farbe produziert wirklich einen Haufen Fische. Und jetzt bin ich mal ein bisschen am Rumprobieren, ob ich irgendwie mit einer anderen Farbe auch mal ein paar Bisse kriegen kann. Ich habe jetzt noch ein kleines John Wade mit reingehängt. Das Blade hier vorne, das Blatt bei unserem Crazy Crusher von Ilex, das ist eine neue Größe, 10 Gramm. Ist relativ groß für viel Vibration, so läuft er aber auch ein bisschen flacher. Deswegen habe ich jetzt mal noch einen John Wade mit dazu gehängt, um ein bisschen tiefer fischen zu können. I put the anchor, yeah. I have the two bites near the buoy. Ja, beim Driften ist uns gerade aufgefallen auf den Echoloten, dass unheimlich viel Futterfisch im Wasser sein muss. Und tatsächlich sehen wir die sogar hier. Vielleicht kriegen wir das mit der Kamera auch eingefangen. Und ja, wir bleiben hier jetzt erstmal stehen, verharren hier ein bisschen und werfen ab. Die Köder werden dem Futterfisch der Größe angepasst. Das wird jetzt erstmal hier im Zirkel abgeworfen. Ja, Bisse. Simon kriegt auch schon die ersten Kontakte, vielleicht kleine Barsche. Das ist aber natürlich ein reich gedeckter Tisch für einen Räuber, egal welcher Art. Ja, dann wollen wir mal gucken, ob hier gleich was einschlägt. Der Hecht, der kam ja gerade hier auch in der Nähe. Wir hoffen ja noch auf mindestens einen schönen Barsch, das wäre richtig, richtig gut. Fisch. Geil. Könnte ein guter Barsch sein. Könnte ein verdammt guter. Ich habe meine Rute noch drin. Anker mal. Hab ich. Geankert ist. Das ist ein schöner Pike. Hoffentlich ein Barsch. Hoffentlich. Ich habe schon was Gelbes gesehen. Pike. Das ist ein Pike. Aber ein schöner. Ja, der ist schlank, aber lang. Wo will er hin? In Kescher. In Kescher will er. Hoffentlich. Warte. Schnurthema, ne? Ja. Der macht Dampf. Das sind hier rüber? Ja. Oh, ist ein schöner Hecht. Hoppa! Good job! Good job! Geil, ey! Schöner Hecht! Schön fett. Ja, gucken, ob der Punkte bringt. Ich bin gespannt. Der hat aber eine Verletzung an der Flosse. Dem fehlt eine Flosse. Wer ist er da? Nee. 84. Oh. 84? Ja, schöner Fisch. Mit einer kleinen Flosse. Ja, können wir mal zeigen. Dem fehlt eine Flosse. Die fehlt. Wahrscheinlich vom Laichen. Kampfspuren. Aber gut im Saft. Er scheint gut klarzukommen. Oder ein großer Barsch hat dran geknallt. Ja, ein großer Barsch. So, der geht zurück. Der geht zurück. Ach, der will schon. So, jetzt habe ich auch ein paar Macken an der Hände, aber das ist nicht schlimm. Das ist absolut nicht schlimm. Ein Upgrade von 2 Punkten für Finnwal. Und auch bei Ilex ist die Rute krumm. Ist das der gewünschte bessere Hecht? Big Perch. Yes, man. Not a pike. Not a pike. Not a perch. Not a perch. You put the anchor or not? No. Okay. Leute, wir wollen doch Hechte fangen. Große Hechte fangen. Aber ein schöner Barsch. Hat sich mein Blade Chick geschnappt. Gucken, ob der uns noch ein paar Punkte weiterhelfen kann. Ich hoffe doch.
It's another 40 and a half, so it's 41. Same size. Ja, der hilft uns leider nicht. Trotzdem sehr schöner Fisch. Ich darf jetzt direkt wieder schwimmen. Bye bye. Immerhin beißt was. Der große Hecht kommt an. Wie die anderen fangen. Ich glaube, im Moment fangen sie auch nicht, weil im Moment haben wir das Gefühl, dass die Fische einfach ein bisschen die Mäuler zu haben. Aber ich denke, heute Morgen sind bei allen Teams einige Fische ins Boot gekommen. Gerade die ersten 60 Minuten waren sehr, sehr produktiv bei uns. Und Dustin konnte 5, 6 Fische gleich fangen. Und ich denke, dass die anderen da auch den einen oder anderen Fisch auf jeden Fall geholt haben. Wir wissen es ja leider nicht, da am zweiten Tag kein Report ist, kein öffentlicher. Oh, ein Meterhecht! Wow! Oh, Mann, ey! Mist. Oh, das wäre ein großes Upgrade gewesen. Oh, ich glaube tatsächlich, um da mal drauf einzugehen, dass die anderen schon fangen. Wir angeln ja jetzt Stellen und Köder, wo wir jetzt nicht so auf Frequenz gehen. Ich glaube schon, dass Leute, die jetzt nicht so extrem upgraden müssen wie wir, eine andere Taktik fahren und schon mehr Fische ans Band jetzt bekommen. Aber das finde ich gar nicht schlimm, weil bei uns geht es ja wirklich darum, nur die Großen zu fangen. Und jetzt hatte ich tatsächlich einen Riesenhecht als Nachläufer. Oh, was total ärgerlich ist, der hätte uns nochmal geholfen. Naja, so ist es. Weiter geht's. Finally. Okay. That's something. Nice. That's the sander we need. Yep. Really hard strike. Yeah. Oh, right at the end of the cast. Woo! I needed this. We nice. Needed this. We needed this. Boom. At least we have the cart filled with sander. Now we really, really need the perch. Look how we inhaled that bait. Is it gone? Yeah, cool. Nice, finally. Yeah, sander. Poof. So it's 58 and a half. Der erste Fisch des Tages für Headbanger Lures und plötzlich sind Sven und Emanuel wieder voll im Rennen. Zwei 39er Barsche würden aktuell für Platz 3 reichen. Das klingt absolut machbar, auch wenn das momentan nicht die einfachste Fischart für sie zu sein scheint. We had so many sanders like that during training. They will hear that story all of the time during training, during training. But yeah, it's true. But the perch have been tough even during training for us, so let's hope that we can do better. Now. Nach da ist jetzt unser Spot, ne? Ja. Mach mal Jigspinner nochmal. Ja? Ein Barsch kam. Einer kam, Simon. Die Hechte sagen da auch nicht nein zu heute. Ja, aber wir haben. Nee, ich mach ein Cheddarbait dran. Wir haben damit die ganzen Zander gefangen. Mit dem Cheddarbait? Jips. Okay. Der eine mochte. Also die beiden mochten eben den hier, den weißen. Vielleicht klappt das ja nochmal. Nace setzt die Mission Großhecht auf dem Haringfleet fort. CWC, die heute wirklich viele Spotwechsel vornahm, sind zurück auf der Ammer. Well, we are back in the perch spot. In the last episode, you saw us catching the asp. And I think it's now perch time for us. And we need to consist casting here. Because we need the perch, so failure is not an option.
And if we have like the two big ones, and that means like 240s, then we can go for maybe a Zender, but we also need one pike. And I have another good pike spot on the Hollands Diep, not really far from here. But I think this is the place to be for us to also catch the bonus fish. So yeah, let's give us some high hopes for some big perches. And I know that they are here. Ja, wir werden jetzt mal eine Pause machen. Motivationsmäßig so ein kleiner Hänger drin, was essen und dann werde ich die Köderart wechseln. Ich werde vom Gummi weggehen auf einen großen Spinnerbait, wo ich große Fische mitfangen kann. Einfach, dass ein bisschen, ja, dass die Räuber, die jetzt nicht so aktiv sind, vielleicht mal ein bisschen wachgerüttelt werden und man einen Reaction-Bite bekommt. Ja, das ist der Plan. Lass was essen, oder? Or a nicer sander. Or a perch. Yeah. Okay. I don't know. Or something false hook. Because it feels heavy. It feels like a perch. But I think it's a sander. Or something false hooked. But we're gonna see it. We're coming now. What is it? Now we need to see it. Oh, yeah. It's a bream. Yeah. Big bream, that's actually. That's what I was thinking. Is this some extra bonus points? Don't take it in the net, please. Not in the net? Okay. Sounds slimy. Wow. Oh, this is not what you want. You had me scared there for a while. Yeah, me too. Because it was like the short head shakes. It could have been a perch, but... If you catch a perch that size, I will be very impressed. Jesus, it looked like a carp. That's a big bream, actually. Ooh. Gone. Oh, slimy everywhere. Look. Oh. No. Don't even think about it. No. Don't even think about it. Oh, too late. Oh. That was not what we were after. Again? I think so. Maybe a high 40. I think it's asp. Yeah, it's asp. Yeah. I saw it. No, no! Huge perch! Okay. Was it? Yeah, huge perch. No, it's an asp. No. I see red fins. You did? Yeah, I see red fins. Take it easy. Yeah, it is. Take it easy. Lift it, lift it. Yeah! Bullseye! Yeah! And it's off! Yeah! Yeah, but hey, take it easy. Yeah, and now I'm easy. Oof. Hey, but yeah. This one, we... Yeah, but they are further down. Yeah. Anchor, and we take one more. That was a good strike. I saw the... You said it's asp. I said no, I saw the red fins. Yeah. Take it out. Jesus Christ, man. That's a perch. That's so. Yeah, but it's maybe 45. No, it's bigger. Is it? I don't think no, so. It's a nice 40. Okay, you fix that. No, it's not even that. 44. 44. Finally. It paid off. It's one of the best spots for Evet, and we didn't feel anything. The current is perfect.
So we start fishing with the Strike Pro Astro Vibe, and now it's time to release this beauty, okay? Bye, 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 bye. Der zweite Barsch, und diesmal ist er noch größer. Evert und Truman sind definitiv auf dem richtigen Weg, auch wenn sie in der Tabelle weiter auf Platz 6 liegen. Ja, wie angekündigt, haben wir jetzt eine schöne Mittagspause gemacht und jetzt gibt es ein bisschen mehr Action im Wasser. Mit den Gummiködern haben wir heute Morgen sehr gut gefangen und jetzt sind die Räuber ein bisschen träge. Wir hoffen, die damit wachrütteln zu können, oder ich zumindest. Ich weiß gar nicht, was Felix macht. Aber das ist jetzt die Taktik für den Rest des Tages, denke ich. 3 Stunden haben wir noch. Ja, da geht schon noch was, bin mir sicher. Nein! Kid, was ist denn heute los? Das war wieder ein Hecht. Ehrlich? Ja. Was ist heute los, Mann? So viele Fische in den letzten Tagen nicht verloren. Ah! Der hat sich echt schlecht angefühlt. Ich brauche auch mal diese. Ich glaube, wenn die Folge rauskommt, piept es bei uns, glaube ich, nur. Da machen wir jetzt auch kein Geheimnis drum. Heute die Farbe dieser Köder ist wirklich unbeatable. Und dann kann ich auch mal was Fremdes fischen. Das ist klar. Und dann machen wir. Sieht aus hässlich wie die Nacht, die Farbe. Wahrscheinlich kein Verkaufsschlager, werde ich mal behaupten. Aber ey, die Farbe, die fängt. Ich werde sie mal ausprobieren. Aber ein kleines extra Feature bauen wir noch mit ein. Ja, okay. Ziehen mal auf. Hast du einen Kopf, 10 Gramm? Habe ich. Wenn du ihn aufgezogen hast, dann gibt es noch den notwendigen extra Reiz. Wer in den letzten Folgen aufgepasst hat, weiß, was das ist. Diesmal funktioniert es, das letzte Mal hat es nicht funktioniert. Oh, man. Ah, Fisch! I'm here. But is it this? I don't know what this is. I'm here, Richard. I'm with you. I think this is... You're big perch. Big perch. Oh, easy. Take it. Yes. And off. Another 40, my friend. Yeah. Hey, down to the bottom, slowly jigging. Boom! It's so nice. Okay. It's a 44. Look at this beauty. Oi, oi, oi. Really good. Oh, I have it. Okay, I'm here, buddy. I'm here. Take it easy. Slow drilling in the current. I'm here. Easy on. Not that much force. This is the smallest, I think. Yeah. Easier. Doesn't look small. It's another 40. Yeah. Oof. Oh, yeah. No. High 30. Yeah. Maybe. Cause they are here. Yeah. You fix it? Yeah, I fix it. You fish and I fix this one. Then it's 42. Another beauty. This was 42. It's all the fish we have been in contact with is over 40 here. So nice fishes and they are really strong in the current. 3 Ü40er Barsche in wenigen Minuten und plötzlich sieht die Situation völlig anders aus. CWC klettert an Headbanger los und Hummingbird vorbei, liegt jetzt auf Platz 4 und bräuchte aktuell nur einen 78er Hecht zum Weiterkommen. Geht es nun also sofort auf Hecht oder will man bei dieser Bissfrequenz erst noch einen besseren Barsch erwischen? Yeah, we fish a little bit more. Maybe we can upgrade to a high 45 or something, and that means lots of point when you double it. So we go for one big one fish more. Okay. Riding
my pony. Let's do it. We're fishing a drop-off. Goes from shallow water until like 6.5 meter where we're at now. Just jigging on the edge. Classic jig fishing. We are hoping that we can find a mix here with sander and perch, because it would be really nice to upgrade on the sander, but what we're really missing is the perch. Two perch to complete the card. Then maybe we could have a chance, since we have two nice pike, but there are no monsters, so you never know. The other teams are probably upgrading a lot as well, so we will know tonight. Fisch on! Jawohl. Was ist das? Ein kleiner Hecht. Das bringt uns nicht weiter, mein Freund. Bringt uns zwar leider nicht weiter in der Wertung, aber mein erster Fisch für den heutigen Tag und ich bin entschneidert. Somit wechsle ich jetzt sofort wieder auf dicke Köder. Aber der Fisch war wichtig fürs Ego. Sehr gut. Shimano hat die innovative Flashboost-Technologie entwickelt. Ob in Aktion oder bei einem Spin-Stop, es werden permanent Lichtreflexionen ausgesendet. Eine durch Federn im Kunstköder fixierte Spiegelfolie vibriert und erzeugt dabei diffuse Reflexionen. Selbst wenn sich der Hardbait nicht bewegt, vibriert die Spiegelfolie weiter und blitzt auf. Sie haucht dem Köder Leben ein und triggert Raubfische zum Anbiss. Das ist Flashboost. Eine Box, 9 verschiedene Ködertypen in exklusiven Sonderfarben. Ein echter Prototyp, ein Wettbewerb für die Community und du als möglicher Gewinner oder mögliche Gewinnerin eines sensationellen Preises. Alle Infos zur Competition sowie die teilnehmenden Partnershops findest du unter www.lmab.de/catchcasino. Spiel mit! Ich denke mal, dass wir jetzt hier schon noch mindestens eine halbe Stunde durchziehen werden. Wir hatten hier heute die meisten Kontakte und haben einfach Vertrauen in die Stelle. Je mehr wir durch die Gegend fahren, je weniger Zeit haben wir zum Angeln. Es wird jetzt eh relativ schwer sein, die Fische aufzuwerten. Und wir hoffen einfach noch auf einen Lucky Punch. Heute hat ja schon ziemlich viel funktioniert, deswegen sind wir eigentlich ganz guter Dinge, dass hier vielleicht noch der 45 Plus Bar steht. Oder auch noch mal ein Aufwertungszander. Aber aktuell sind die Fische noch nicht so in Beißlaune. Ah, Biss. Ah, richtig Felder. Vielleicht haben wir jetzt Glück und die legen los. Ein bisschen größer als die gerade. Hast du ihn gesehen? Bitte? Hast du ihn gesehen? Ja, ich habe gesagt, ein bisschen größer als der gerade, wäre schön. Ach so. Also meinen habe ich nicht gesehen, nee. So, entschneidert und jetzt kommt gleich wieder der große Happen hin. Um hoffentlich auch einen großen Fisch zu fangen. It's a perch, but won't help. No. That won't help. No, I think it's 38 or 39. Wieder ein schöner Barsch, aber der hilft uns leider nicht weiter. Nope, nope, nope. Ilex hat bereits 4 große Barsche. Viel wichtiger wäre daher ein großer Hecht. Den braucht auch Team Hummingbird. Bitte sei ein Pike. Alter, bitte sei ein Pike. Also, er macht zwar nichts, aber er ist ziemlich schwer.
Okay. Oh, Lukas, oh, komm. Ach, wir müssen darüber. Stimmt's noch? Müsste Zetti sein. Zetti? Ich glaube. Ja. Aber boom! Der ist gut, Mann. Was ist mit Der ist gut. Alter, Rip is on fire. Ja, kann man nichts sagen, ey. Wer ist der heutige Übeltäter? Oh, das ist ein wichtiger Fisch. Guck mal, das Ding ist noch nass. It's a 70, my friend. Alter, ein Biss wie ein Zug, ey. Auch wenn es nicht der heiß ersehnte zweite Hecht ist, ein toller Zander, der ordentlich Punkte bringt und fürs Weiterkommen noch ganz wichtig werden könnte. Hammenbird bleibt Fünfter, ist nun aber wieder in Schlagdistanz auf Platz 3. Wie knapp dieser Fang war, zeigt die anschließende Vorfachkontrolle. Oh. Jetzt wird's doch noch mal spannend. Und wir haben noch Zeit, wir haben noch Zeit. Auf jeden Fall, ich habe nur keinen 10-Gramm-Kopf mehr, du musst mir noch einen geben. Ich habe nur 12 und 7. Das ist kein Problem. Oh, Jesus. Alter, okay, und jetzt kommt der krasseste Fact überhaupt. Was denn? Guck dir mal den Köder und den Snap dazu bitte an. Oh, oh. Das war aber sehr, sehr knapp, die Geschichte. Alter. Ich würde den Snap komplett austauschen. Der kommt weg, auf jeden Fall. So, jetzt machen wir erstmal eine kurze Bastelstunde. Jigkopf und Snap. Wie ich euch in der letzten Folge schon gezeigt hatte, gibt es diesen kleinen Trick. Boah, stinkt das Zeug. Knoblauch. Gegen den Wind rieche ich das. Jetzt hat er einen schönen gelben, schadrösen und vor allem UV-aktiven Tail. Ab ins Wasser. Und genau. Crazy. Also sofort wasserfest. Das ist extrem, das Zeug. Ja. Und es hat funktioniert heute, deswegen glauben wir mal, dass es daran lag. Ich fische jetzt genau den gleichen Köder, so wie Lukas, um einfach auch ein bisschen was dazu beizutragen hier heute zu den Fischen. Ich muss sagen, hatte ich überhaupt heute einen Biss? Ich weiß es gar nicht. Also es sieht ziemlich mau aus bei mir. Never change the winning lure. Deswegen, jetzt gibt es erstmal die Double Penetration mit diesem braunen Köder. Und dann versuchen wir jetzt hier noch einen Hecht rauszuzuppeln. Ihr driftet hier noch weiter, oder? Ja, haben wir vor. Konntet ihr noch ein paar Punkte gut machen? Habt ihr es geschafft? Ja. Du krankes Schwein. Tschö. Ciao. Da das große Fressen bei den Flussbarschen nicht weiterging, beginnt für Evert und Truman nun die Mission Hecht, für die sie aufs Hollands Deep zurückgekehrt sind. Yeah, this is normally a good pike spot. When I go pike fishing, I always go this place. But since it's all different now, also compared to the pre-fishing, I hope this can give a big pike. Normally they are. And otherwise we go to another place. We still have like 2 hours, so plenty of time for one pike. And let's hope for the best. Yeah, you know, we go for one decent pike, and I think I'm gonna stick to my mouse now. This is the big version. So if you fish this really slow, it's an easy prey for a big mama. Fish, barsch. Ja, ist ein Barsch, ist ein Barsch, ist ein guter. Kommt. Ja, ist. Hoppa, ja. Juhu. Puh. Wohl leider kein Improvement. Leider nein. Aber Action im Boot. Action im Boot und ein toller Fisch. Also hier ist ein schöner Barsch. Auf dem Twitchbait. Ja. Den wir jetzt schnell wieder zurücklassen, weil über 40 hat dieser schöne Fisch nicht.
Okay, vielleicht werden die Barsche jetzt ja wieder ein bisschen aktiver. Ey, ich hab einen Fisch dran. Alter. Ich hab einen Fisch dran. Die Rute lag. Ey, wir haben nur einen kleinen Kescher, ne? Was ist das denn jetzt? Das ist ein Zander, oder? Nee, nee, nicht. Ist das geil. Ja, dann bin ich mal gespannt, ob wir den... Nee, ich glaube, den lande ich mit der Hand. Ja, dann lande ich ihn mit der Hand. Das wird nichts hier. Ja, ja. Ah, der hängt eh knapp. Was eine Action, ey. Leute. Hoppa. Pass auf die Finger auf. Ja, ja. Der hat aber auch keine 90, nein, ne? Aber guckt euch mal den Bauch an. Was hat er denn gegessen? Der war gerade noch in der Dönerbude. Wahnsinn. Was ein Bauch. Junge, Junge, Junge. Ja, okay, also Leute. Schöner Fisch, aber auch kein 90er. Den lassen wir mal schnell zurück. Der hat einen ganz wappigen Bauch. Oh. Ah. Ja, cool. Also der Köder lag auf dem Boden. Und wir haben den Fisch gerade gekeschert und versorgt. Und ich habe angezogen und da war der Fisch dran. Er hat wahrscheinlich sich ganz lange den Köder angeguckt und beim Anziehen, bapp, hat er gebissen. Das war der Spinstop. Das war der sehr, sehr lange Spinstop. Das war der sehr lange Spinstop. Oh, verrückt, ey. Geschichten, die das Angeln schreibt. Krank. Oh. Okay. Siehst du? Gut, dass ich gesagt habe, mach weiter. Ich mach das hier mit dem Kescher. Oder der hängt schon einfach lange dran. Der hat gewartet. Er hat schon geärgert. Warum die Achterbahnfahrt nicht losgeht Richtung Finnwalboot. Die einen brauchen so dringend einen Hecht, die anderen fangen ihn aus Versehen beim Messen eines anderen Fisches. Verrückt! Dustin und Felix haben den HV-Ausflug unterdessen abgebrochen. Nach vielen anderen Spots sind wir jetzt zu dem Platz zurückgekommen, wo wir heute Morgen unsere Fische hatten, also den 70er Zander und auch ein paar Hechte und weitere kleinere Zander. Und wir hatten hier natürlich auch einen großen Hechtnachläufer, der so um den Meter war, und auch einen 80er Zander. Das ist auch der Grund, warum wir hier wieder zurück sind. Probieren auch die alte Taktik, wieder weg vom Spinnerbait, große Gummis, einfach im Kraut geleiert und hoffen, dass jetzt hier bei der Mittagssonne, oder Mittagssonne nicht ganz, aber auf jeden Fall krasse Hitze, doch noch ein Fisch im Flachen einsteigt. Man könnte jetzt auch ins Tiefe rutschen, um die ein bisschen tiefer zu suchen. Aber ich glaube, die großen Fische sind halt eben im Flachen. Und deshalb bleiben wir hier. Wir angeln gleich nochmal den Spot, wo wir auch wissen, dass große Fische da sind, wo wir vorhin auch waren. Und dann ist der Tag auch schon vorbei. War nicht so richtig viel los, aber wir sind sehr, sehr zufrieden mit dem Ergebnis und haben es deshalb heute auch ein bisschen ruhiger angehen lassen. Ja, wenn man Kraut angelt, hat man natürlich auch immer viel Kraut am Haken. Aber genau da stehen die Fische. But it's a keeper. It's a good fish. Oh, okay. Not a pike, but not a pike. Then Kel did it again. Whoa, that's a nice Zander. Da ist er. Schöner Zander auf dem Swimbait beim Hechtangeln. Ui, I almost bite my finger. Cool. Brauchen aber dringend einen Hecht, einen größeren. Really? 68. Also 8 cm mehr beim Zander. Ja, wir verbessern irgendwie alle Fische. Barsch, Zander, nur der Hecht. Der wird uns gerade ein bisschen zum Verhängnis vielleicht. Uns rennt ein bisschen die Zeit davon.
Wir haben zwar noch ein paar Stündchen, aber bisher, bis auf den großen gleich am meisten Hechtplatz, den Gail hinten dran hat und noch kurz drauf hatte, lässt sich kein guter Fisch mehr blicken. Naja, wir bleiben dran. Die Fische sind ja ein bisschen am Beißen. Spaß macht's, jetzt brauchen wir nur noch einen größeren Fisch. Wie Team Hummingbird bekommt auch Ilex einen schönen Zander beim Hechtangeln und auch ihnen hilft dieser Fisch weiter. 10,4 zusätzliche Punkte vergrößern den Vorsprung zu den Verfolgern wieder etwas. Trotzdem bleiben die Hechte der Schwachpunkt ihres Sports. Den Köder erkläre ich euch noch mal kurz. Das ist ein Soft Swimbait, der Dankel. Der hat hier vorne einen festen Teil mit in den Gummi eingegossen, mit einem Gewicht. Hat hier unten eine Öse, dass man noch ein Zusatzgewicht dranhängen kann, denn ohne Gewicht läuft er wirklich nur so ein Stück unter der Oberfläche. Ist also perfekt, um flache Bereiche über Krautbereich abzufischen. Man kann hier aber auch richtig Gewicht dranhängen und im Tief zu fischen. Das Hakensystem ist ziemlich cool. Hier ist so ein Zwillingshaken, der mit einem Sprengring vorne an der Öse, wo das Blei eingehängt wird, mit festgemacht ist. Ein Wirbel zwischendrin und dann kommt der Zwillingshaken. Der wird hier unten drauf gesteckt auf dem Bereich. Und wenn der Fisch beißt, löst er aus und so kann der sitzt der Haken gut, der Fisch kann sich nicht so leicht aushebeln und oft hängt dann auch der Gummi raus aus dem Hechtmaul, was natürlich verhindert, dass der Gummi sehr stark zerbissen wird. Das Tolle ist, diesen Zwilling kann ich auch hier nach oben bauen. Hier oben ist auch nochmal so eine Halterung drauf, wo ich den draufstecken kann. Dafür muss man nur den Sprengring abnehmen und hier oben an der Öse befestigen, wo auch die Schnur befestigt wird. Dann kann ich ihn oben draufstecken, ein kleines Gewicht unten rein. Und so kann ich wirklich perfekt über Pflanzen drüber fischen. Und mit dem Ding hängt wirklich fast jeder Fisch. Und der hat mir jetzt einen Zander gebracht und Gail gestern schon ein paar Hechte. Und hoffentlich kommt jetzt noch ein großer Hecht. You know guys, it's always a gamble with a spot. And now we also have some time pressure, you know, it's only 1 hour, 1.5 hour left and we badly need that big pike, so yeah. Shall we drive far away to the good spot and have less time to cast and have the bait in the water, or shall we continue, have the bait in the water and maybe we don't know if it's a good spot or not, so it's tough. What do you say, Evett? Yeah. It's a tough one. It's a really tough one. Yeah. But time is ticking. We need to. I think, for me, it's a little bit too shallow, far away. If you had the drop off here and then the weeds, then it's more pike-ish. This is more like. May, June place. Lucky underwear? Lucky underwear, yep. Still, everything is possible. If I have a good bite, they are gonna be dirty underwear. He's like, who the f*** did I end up with in the boat? Oh, yeah, on, nice, finally. Okay, it's quite far out. I don't think it's a big fish. What is it? Like a small sander, I think. It's just coming along. I haven't felt a single movement. Oh, then it's a sander, I think. Yeah. But it's really shallow, right? Yeah, it's quite shallow. Okay, be ready. Because now I'm pushing it up. Okay, yep. Yep. Opa! Nice sander. Finally! Nice! I lost one in there earlier and now one is on the hook. Nice! Nice! Opa! Let's have a look at it. Yep. This one did the trick. So I think this one is smaller than our biggest one. But we need to measure it? I don't think we need to measure even, but let's do it anyway. it must be smaller. Yeah, 58 or 58 and a half, so like... 59. Exactly the same size as the last one. Little look at it. Oh, they're so
Yeah, beautiful fish. They can strike so hard. It's really cool fish to catch. Yeah. Especially on the shallow waters. Release this little guy. I think you had it on like 3-4 meters max. Yeah. Opa. Nice. That's better. Good. Maybe some Sander slime in the beard will do the trick. But I want perch slime in my beard now. Auch wenn ein Barsch mehr helfen würde. Gute Verbesserung für Headbanger Lures, die ebenfalls noch im Rennen sind. Headbanger, CWC und Hammondbird, sie alle jagen Ilex. The one who did the trick for me was this one. Still the prototype model, a little bit bigger size. But this is also like for a perch, this is just a small snack. You can even go bigger for the perch, but yeah. Works great, and now I'm fishing it on the link head, but I actually prefer to fish this one on the rocker head, but not when we are fishing deep like this, like 5-6 meters, but from say 3 meter down to like, yeah, 0.5 meter, it's really effective with the rocker head because you get also movement side to side. But let's see if we can get a perch here. Maybe we need to go a bit more shallow. What do you think? Yeah. Just a few more casts and then downwind again, and yeah, a bit shallow as well. There is fish here. There is. If there is sander, you can get perch as well. Yeah. Got small fish. I'll make it with a hand. Yeah? Yeah. Oh? Well, you need over 69. Nope. No, it's not. Definitely not. Over 68, but... Yeah, but they like the dunkel today. Der nächste Fisch. Ein schöner Zander. Auf den Dunkel. So soll sein, der Haken sitzt im Maul und der Köder hängt raus. Aber nicht den Fisch, den wir brauchen. Er darf zurück. Das ging schnell. Und gleich noch. Ein kleiner Tipp zum Dunkel, was ich immer mache, ich mache hier über den Haken so einen Sprengring drüber, dass wenn mal ein großer Fisch in einer Fluke hängt, dass er den nicht aufbiegen kann, weil der Haken ist offen zum drüberschieben und so kann er den nicht aufbiegen und der Fisch geht nicht verloren oder der Haken geht nicht verloren. Hier hatte ich mal an dem zweiten Sprengring hatte ich mal noch einen Stinger dran, den braucht man nicht unbedingt, aber den Sprengring mache ich gerne über den Zwilling drüber, dass der Fisch eben den Haken nicht aufbiegen kann. Und so sitzt er auch immer fest unten auf der Schiene. Ah, no pike. No pike. No pike. Let's make a move. A last move for today. Another sander, but it's a nice fish. Yeah, more than that. Get ready. Yeah, get ready. Yes, that's a really nice fish. The sander are biting today, not the pike. Wow. Bin jetzt mal auf ein Jerkbait gewechselt. Von unserem Dexter Jerk. Und was fängt man? Ein Sander. Wieder ein geiler Zander, Mann. Und der Dexter Jerk. Knüppelharter Biss. Dexter. So no 67. No improve. No improve, but decent size fish. Oops. Boah. Okay, der hat mich nass gemacht. Ah. It was a fatty one. Oh, yeah. But not so long. Not so long. Not so long. It's fun to catch them,
but we need a bigger pike. That's crazy, 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 just crazy. Ja, wir haben gerade ein bisschen drüber Witze gemacht. Wir haben uns gestern echt, bevor es losging, Gedanken gemacht, wie wir einen Zander kriegen. Man, der hat uns echt zu schaffen gemacht. Wir haben den Tag vorher lange probiert, Zander zu fangen. Das war echt schwierig. Ja, und jetzt fangen wir Zander nach Zander, aber keinen großen Hecht. Mark scheint kurzzeitig etwas den Überblick verloren zu haben, denn dieser Zander ist durchaus eine Verbesserung in Anbetracht der aufholenden Konkurrenz, vielleicht sogar eine extrem wichtige. Die Verwirrung ist jedoch nur von kurzer Dauer. So, we just calculate and we recognize that this Zander help us because we throw out the 41 perch. So, some more points. Hallo Opa! Hi Simon, wie geht's denn so? Oh, mir geht's ganz gut, wir angeln gerade. Kann ich dich später anrufen? Ja, ist gut. Ja? Ja? Derek, schöne Grüße, Derek. Bis dann, Opa, ja, ne? Wie lange angeln wir denn bis wann? Bis 4. Ja, ist gut, dann kannst du mich um 6 Uhr anrufen, dann bin ich wenn's auf jeden Fall hier. Mach ich. Bis dann, ne? Ja, tschüss. Ciao. Guten Fang. Danke. 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 Ja, gut. So, das war mein Opa. Wer hat mir das Angeln beigebracht? Deswegen ist es mit auf der Kamera. Es waren viele Angler, Weißfischangler, aber mit dem war ich damals auch auf Forelle angeln am Fluss und mit dem habe ich auch meine allerersten Kunstköder geworfen. Also, nach da. Schöne Grüße, Opa. Wir geben nochmal richtig Gas. Fisch. Jawohl. Das wird auch ein Barsch sein. Aus dem Kraut. Ah, oder? Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ah, ich glaube, es ist ein Feig. Ja, das hast du vorhin auch gesagt. Ja. Oder ein Zander? It's a bike. It's a bike. Ach ja. Ja, Hechte lieben wir, ne? Ja. Echte lieben wir. Ah, Mann, oh. Ja, die 83 wird er nicht toppen. Nein, oder die 84 wieder hoch. Nicht. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Hat okay, also Leute, ein schöner Fisch, der geht ganz schnell wieder zurück, ja. Weil er nicht in die Wertung kommt. Hoppala. Zack. Weg ist er. Ja, aber wieder Action an Bord. So, what we're doing now is I've got a little mark here. And it's an underwater tree, so we're trying to find that tree, and hopefully there is some fish around. It could have been a bit more further to the back. Oh, that's a fish. Oh, there it is. It's on the right side. Die Uhr tickt erbarmungslos runter. Drei Teams jagen, drei werden gejagt. Soll ich nach hinten kommen? Ich glaube besser, ja. Ja! Ja, ja, ja! Ich habe meinen Beitrag dazu getragen, dass wir die Full Cut haben heute. Mein erster Fisch. Mein erster Biss heute. Aber er war da. Die Reaktion war da. Ich war noch nicht eingepennt. Sehr schön. Der gute alte Spinnerbait. Was haben wir? Maßig ist er schon mal? Ja, eine 65, ne? Ja. Da ist die Full Card für Team Hummingbird. Der Fisch verbessert zwar die Position im Ranking, doch für Platz 3 reicht er noch nicht. Mal sehen, welche Taktik die beiden jetzt wählen, um ihr Board weiter zu verbessern. Oh Mann! Team Hummingbird! Das war eine lange, lange Nummer. Junge,
Jetzt haben wir eine Full Card. Bauchgefühl sagt mir, sie reicht noch nicht, aber wir haben sie. Das sagt mir mein Bauch auch. Aber wir haben noch Zeit, was haben wir noch? Aber immerhin, ich hatte schon teilweise, also bevor du dein Hecht gefangen hast und wir schon, weiß ich nicht, 5 Stunden geangelt haben, habe ich schon wirklich Schiss gehabt, dass wir heute es nicht schaffen, die Karte voll zu machen. Ja, die Angst war auch lange da. Das haben wir jetzt wenigstens geschafft. Ja, ich denke, wir haben jetzt nur auf die letzte Hälfte Gas gegeben und wir haben noch 1,5 Stunden. Wir haben noch 1,5 Stunden. So. Lass uns einfach gucken, dass wir ein paar Fische fangen. Genau, ab jetzt ist Fun, aber ich würde sagen, den Hecht fokussieren wir trotzdem weiter. Weil ja, da haben wir ja noch am meisten Potenzial. Ja, ja, ja. Ja, wir werfen jetzt schon fast 7 Stunden auf Hecht. Wir fangen jede Menge Zander und ein paar schöne Barsche. Aber die Route, die ich heute fische, ist auch die Route, die ich viel im YPC Ufer, in der Ufer-Edition am benutzen bin, auch in den Poldern. Und zwar ist das die Night Shadows Swimbait Driver. 2,20 Meter Heavy. Die hat ein Wurfgewicht von, ich muss linsen, 14 bis 60 Gramm. Ist wirklich meine favorisierte Hechtroute, also wenn ich Hechtfischen gehe, egal ob ich jetzt kleinere Twitchbaits angle, so von 12 cm oder eben größere Jerkbaits, größere Swimbaits, die kann wirklich alles ab. Ich benutze da drauf eine recht große Rolle, eine BC 300 XHD von Ganki und habe Fluo bespult. Von der Combo her, ich habe hier jetzt eine 20 Slips drauf, ist immer so ein bisschen abhängig, wenn ich leichtere Routen fisch. Beim Hechtangeln sage ich von 14 Slips bis 25 Slips, so ein bisschen je nachdem, wie schwer die Route ist und was ihr für Köder werfen wollt. Das ist mein Setup. Mit Hecht hat es heute nicht geklappt, aber mit den Sandern klappt es auf jeden Fall. Du hast noch keinen 80-Plus-Sander gefangen, dann haben wir jetzt das perfekte Gewinnspiel für dich. Denn du hast die Chance, mit mir zusammen auf meinem Boot ein 80-Plus-Sander Garantie-Guiding zu gewinnen. Zum Start der neuen Harry Lewis in 20 cm haben wir eine fette Aktion. Die restlichen Informationen findest du in der Videobeschreibung. Viel Spaß beim Mitmachen. What lies beneath can no longer hide. New Mega Imaging Plus uses high-frequency sonar to show you fish and structure up to 200 feet below your boat and 200 feet out to either side. No more secrets, no more guesswork, just a clearer picture of the world below, down to a fish's species and direction. Because more detail means more of this. Only from Humminbird. We got that present from Lewis, Big L. It's, how do you call it? A flask? Yep, like drinking flask. Yeah, the small one with the shot glasses for the big fish to celebrate when you've got a new... Yeah. Let's get a reason to celebrate, yeah? Yeah. Oh, that looks a bit perchy. Yeah, it actually did. And it feels not heavy, so it could be. Yeah, it's perch. Oh, yeah, it's a perch. You want me to spot lock or not? No, it's gonna turn. Oh, it's a small sander. Oh, I thought it was a perch. Ah, oh, look, so perchy. Do you hand land it? Yeah. Yeah. Of course. Okay, but nice job anyway. Whew, my heart was racing. Oh, look, he nailed it. Cool. Nice job. Not a point, but a good strike. And for a second I thought it was a perch because I didn't feel the weight. I thought it was a perch as well, like the small... The classic perch feeling, but yeah. If I can give you a tip, never guess what fish is on your line.
it's always wrong. Another good tip, I think, for every angler who's fishing with a stiff rod and a heavy jig, is to have the brake really tight. You can always adjust it when you're fighting a fish, but for setting the hook, it's really important to have a close drag. Or at least that's what I prefer. So, die letzte Stunde fängt jetzt an. Wir sind an dem Spot, wo wir heute angefangen haben. Ja. Hatten wir heute Morgen hier einen Fisch? Doch, ja, du hattest zwei kleine Barsche. Wir versuchen einfach jetzt abzugraden, in der Hoffnung, dass wir einen Hecht oder einen Barsch fangen. Ja. Irgendwas Großes auf jeden Fall. Einen größeren Hecht, einen größeren Barsch. Irgendwas muss jetzt noch her. Alles oder nichts. So sieht's aus. Feuer frei. Die letzte Stunde hat begonnen und die Ausgangslage ist klar. Hummingbird braucht mindestens einen großen Fisch, Herdbanger zwei Barsche und CWC einen Hecht. Unglaublich. Second bite on the extra jerk was a big pike. But I lost it, of course. Sender. That's good. Oh, careful, my friend, careful. Yeah, we have it. Cool. Okay, casting. Yep, I keep casting and you fix that one. This is also what we need for the upgrade. Good, good, good. Good job. This is the second on the Buster Swim. We are fishing for pikes, but we need a Zender for the upgrade as well. This is for the upgrade, 65 Zender. This is also what we need. It's a black Zender, beautiful animal. I'm gonna release it quick because we need a pike. Okay, back she goes. Okay, bye bye. It was a really good fish. But wrong species. No. Of course. For the upgrade. For the upgrade it was really good. But we need, take a 90 centimeter plus pike now, my friend. That's what we need. I take a 110. No more sander, please. I take a 110. Warum soll es CWC besser gehen als Hummingbird und Ilex? Der nächste gute Zander, der sich einen Hechtköder schnappt. Doch er hilft Evert und Truman dennoch weiter. Eine Verbesserung von 15,6 Punkten könnte enorm weiterhelfen, denn statt eines 92ers reicht nun ein 76er Hecht zu Platz 3, der die Finalqualifikation bedeuten würde, sofern Ilex ihr Board nicht mehr upgraden kann. Not big, but it helps. Good. Sure. Woo-hoo. 76. Yes. Okay, so almost 10 centimeter more. Schöner Hecht. Der, den ich eben verloren habe, war definitiv größer, aber er hilft uns ein paar Punkte. Vielleicht sind das die Punkte, die wir brauchen, um weiterzukommen. Wir wissen es noch nicht. Ich denke, der Charles wird uns das gleich erzählen. Whoop. Okay, that was a quick release. Well done, my friend. Thanks. Nach dem Hecht von Mark, der Ilex noch mal etwas Luft verschafft, sieht die Situation für die letzte Stunde folgendermaßen aus.
Hammond Bird hat ein sehr ausgeglichenes Scoreboard und müsste daher gleich zwei Fische durch richtig große Exemplare ersetzen, um Ilex zu überholen. Headbanger hat es leichter. Ihn würden zwei 42er Barsche reichen und CWCs Aufgabe ist sicherlich die einfachste. Bereits ein 85er Hecht würde ihnen den dritten Platz bringen. Wer hätte das heute Morgen gedacht? Well, Team Nays just passed us. They are now close to our spot. Maybe 200-300 meters from us. And they do the same drift. And I think they are also in for a big pike. This spot contains big pikes, like a lot of 120 plus pikes are caught in here. So I think they will do an extra run to stronger their position even more, I guess. Sander? Sander again? Yeah. No. Well, at least we are on the fish. Wir sind gerade an Ewert und Stefan vorbeigefahren und haben gesehen, ey, die drillen. Kein großer Fisch, glaube ich, aber zumindest Fisch. Vielleicht geht bei uns ja auch noch was. Wir angeln wieder mit unseren großen Ködern und hoffen auf einen dicken Zander und einen dicken Hecht. Oder. Und oder. Lieber und, aber oder wäre auch okay. Come on, fish. Team Nays, they went under the bridge again. They were coming from the bridge. They just did a quick stop here, drift some spot they knew. Nothing happens. Back under the bridge again. Full speed. I think we're on our last spot and now it's really time to make it count. Get some big perch. Yeah, we had a tough day actually. Yeah, really tough. What? We really need the perch to get the full card. That's makes your goal. A big difference. Yep. So. Oof, follower. Oh, big one. Oh, that's a big one. Yeah? Oh, ooh. Shit. Yeah. That was the big one. Was it? Oh, it was really big. Oh, that fish was with his nose against the bait. Yeah, he was really onto it. Did you saw it the first time already? Yeah, I saw it. Jesus, that would have been really fun. Oh, that pike was huge. Shit. Oh, jetzt hatte ich einen Einschlag. Nein, echt? Ja, ist kein Witz. Ich wollte gerade in die Kamera sprechen. Unsere letzten Minuten laufen. Wir sind wieder an demselben Spot, wo wir heute Morgen begonnen haben. Jetzt habe ich leider noch einen Biss verkloppt. Ich vermute aber, das war ein kleiner Hecht, das war nichts Wildes. Ja, und siehe da, auch Team Nays, die mit uns morgens hier gestartet sind, die stehen auch wieder dort vorne und sind am Werfen. Ja, vertrauen dem Spot genauso wie wir. Wir sind echt gespannt, was bei den Jungs noch lief. Ja, wir geben noch mal alles, letzten Minuten laufen. Ja, jetzt ist tatsächlich noch einer eingestiegen, wie ein großer, ist reingeknallt auf den Predator. Die Kleinen sind immer so agil, da muss man immer aufpassen, ey. An denen verletzt man sich mehr als an den Großen. In dem Fall ging es aber ganz gut. Schöner kleiner Pike, 65 vielleicht. Ach,
jetzt habe ich vergessen, für den Kameramann das Unterwasser-Footage zu machen. Tut mir leid, Kameramann. Fange ich hier einfach noch ein, schnell. Das war's. CWC kann die famose Aufholjagd nicht mehr mit dem Happy End Hecht krönen. Somit stehen Nace, Finnwal und Elex im Finale. Lasst uns hören, was die Angler zu sagen haben und dann sehen, wie sie auf die Ergebnisse reagieren. Das wird wohl der letzte Wurf. Die letzte Minute ist angebrochen. Lass einen großen beißen. Hoffentlich. Ansonsten muss ich sagen, bin ich sehr, sehr happy mit unserem Ergebnis. Mit dem Ergebnis definitiv. Ich mit meiner Leistung heute leider nicht. Aber so ist es manchmal beim Angeln. Du hast heute Morgen eine Hammer-Serie hingelegt. Die habt ihr vermutlich in der Folge zuvor schon gesehen. Der Nachmittag war zäh, aber wir konnten diesem Tag noch ein Upgrade hinzufügen. Von daher, das war eigentlich auch unser Tagesziel. Genau, wir haben gesagt, ein Upgrade wollen wir schaffen. Haben wir relativ schnell geschafft und danach sind wir es tatsächlich ein bisschen ruhiger angehen lassen, haben Pause gemacht. Haben jetzt nicht die besten Spots immer geangelt, die wollen wir uns noch ein bisschen aufsparen, falls wir weiterkommen. Aber es war ein geiler Angeltag, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und am meisten hoffe ich natürlich, dass wir uns im Finale wiedersehen. Ja, wir gehen jetzt an die Traileranlage, denn da wird bekannt gegeben, was die Leute gefangen haben, wer weiter ist. Wird spannend. Ja, ihr wisst es vermutlich schon, wir noch nicht. Gucken wir mal. It's over, Gail. Over and over. We do our best. Yeah, we give our best. We improve slowly. Slowly, but we improve. We improve. We miss a big pike, but... Cheers. That's fishing. Cheers. That's fishing. It's a mess in the boat. We try really different techniques. Yeah. And... Let's hope it's enough to make the cuts and to fish the final round. Then we can do better. Ja, liebe Leute, der Wecker hat geklingelt. Die letzte Minute hat geschlagen in der Vorrunde YPC Boat. Wir sind am Ende. Es war ein richtig, richtig toller Angeltag für uns beide. Ob es gereicht hat, wissen wir nicht. An dieser Stelle wissen wir halt eben noch nicht, ob es für uns weitergeht, die Reise. Beim YPC möchten uns im Vorfeld schon mal bedanken bei Alpha Mobile Marine. Alexander, dass du uns das Vertrauen geschenkt hast, uns hierhin geschickt hast. Eine richtig top Erfahrung, hat mega Spaß gemacht mit dem gesamten Team von Hecht und Barsch und allen Teilnehmern bis hierhin. Wenn wir Glück haben, geht's weiter. Wenn nicht, auf jeden Fall. Ne? Ja. Schöne Grüße und nochmal vielen Dank an unsere Familien, ne, die uns immer mit unterstützen, unser Hobby mittragen. Das ist einfach so. Und wenig meckern. Ne? Also ich glaube, wenn ich an der Stelle unserer Frauen wäre, wären wir schon längst weg. Ne? Also nochmal vielen Dank an die Frauen. Wir freuen uns auf zu Hause und hoffen natürlich, dass wir ein paar Tage später nach Hause kommen. Ne? We had a really good tournament. Yeah, I don't think it will be enough because we completely missed out on the perch and like we thought. Yeah, the way this tournament works, you need to have from every species. So it was a bit tough for us. Yeah. But I had a lot of fun and it's been so enjoyable with this nice weather. And warm. Yeah, and we met some really nice people from the other teams. Yeah. They gave us some little presents. So, yeah, what else can you ask? Good day on the water. Nice teams to have a competition with. Yeah. And I think, maybe you will see us the next round. Yeah. Maybe so not. We will see. First time for us, so you have to learn the waters and it's very different from what I'm used to. Yeah, but I think we did good. Yeah. Thanks a lot. Thanks a lot, man. See you. Evert, thank you. You too. It was a pleasure to fish with you. And I think we had really fun and it was tense. And, you know, we really went for it and we did it like a team. This time we failed, but next time. We will be back. Ah, we will be back. I hope you enjoyed the show and see you next year. Bye. Keep on hammering. Ja, das war heute echt kein einfacher Tag. Vor allem für mich. Du hast heute super delivered, muss man sagen, Lukas. Ja, gestern bzw. Tag 1 war dein
gehabt und zack 2 habe ich ein bisschen besser gefangen. Aber das ist auch letztendlich beim Team das Geile daran, dass es trotz alledem immer hilft und dass man trotz alledem am Ende des Tages ein gemeinsames Ergebnis hat. Und ich finde, dass wir als Team eigentlich sehr, sehr gut harmoniert haben. Das muss man ja nochmal sagen. Wir kannten uns vorher nicht. Das war das erste Mal, dass wir zusammen auf dem Boot standen und das direkt im Turnier. Und ich muss sagen, das hat super funktioniert. Wir haben uns gut ergänzt. Ne? Auf jeden Fall. Und hat eine Menge Spaß gemacht. War auch witzig hier auf dem Boot. Und wir bedanken uns und fahren jetzt erstmal zur Siegerehrung und schauen mal, wo wir so gelandet sind. Genau. Ich hoffe nicht auf den letzten. Schauen wir mal. Okay, guys, thank you for being here. Thank you for fishing all together. We had two great days. All teams caught really, really good fish. You all showed that you're great anglers. Thanks for being here. Unfortunately, we have to send 6 of you guys home. And I will name now the 3 teams that make it to the finals. And yeah, after day one, it's not a really big surprise. It took them only 3 hours to catch all the fish that they needed to come to the next round. Congratulations, incredible performance. Thank you. Mr. Dustin Schöne and Mr. Felix Wegesser for Team Nays. Good job! Thank you. The second team that makes it to the next round, also a really, really, really good result, is Team Finval Germany. Martin and Simon. Nice. Good job, guys. Well deserved. Yeah, and then the fight for the 3rd place was close. Was close because we had a team that caught really well today, and they needed only one pike of I think 80 centimeters or something, but they didn't catch it. So the 3rd place goes to Alex Ganki, congratulations. Good job. Yeah, Hummingbird also a full cut. You made it. The length of your pikes weren't good enough. Yeah. And then, yeah, you missed one pike, unfortunately. You guys missed the perch. Yeah. But you caught one of the best pikes. You showed the pike fishing of Sweden. Maybe you can show it to Truman as well. Thank you. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die erste Gruppe vom YPC Boat 22 geht damit zu Ende. Natürlich erwartet euch auch noch, wie Gruppe B ausgeht. Und dann natürlich freuen wir uns auf ein heißes Finale. 3 sehr, sehr starke Teams aus Gruppe A sind schon dabei. Morgen werden dann noch 3 starke Teams aus Gruppe B dazukommen, da bin ich mir relativ sicher. Und jetzt würde ich sagen, haben wir uns alle einen Feierabend verdient und gehen zurück ins Camp. Und dann, ja, weiß ich nicht, gibt es vielleicht noch eine Pizza, vielleicht auch ein Getränk, das sehen wir dann. Macht's gut, ciao. Die erste Hälfte der Finalbesetzung steht. Welche 3 Teams Nays, Finval und Alex ins Finale folgen, seht ihr in Folge 7 und 8 am Donnerstag und Sonntag. Lasst uns ein Like und einen Kommentar da und schaut gerne mal in unserem Online-Shop rum. Wir haben fast alle Erfolgsköder aus dem YPC Boat auf Lager. Ciao!